Dieser hatte kurz nach der Ermordung James Foleys erklärt, dass die vier Franzosen zusammen mit dem US-Amerikaner haben. Der in Nordfrankreich geborene und aufgewachsene Medi de Rouge steht unter Verdacht, Ende Mai im Jüdischen Museum in Brüssel kaltblütig vier Menschen erschossen zu haben. Ein israelisches Touristenpaar, eine Französin und einen Belgier. Es ist 15:36 Uhr. Das über Norddeutschland unterwegs ist, das macht sich jetzt so langsam auch im Elbraum bemerkbar. Auch in Hamburg wird es langsam grau, der Himmel zieht sich zu und es kommt Regen auf uns zu. Drumherum ist es aber auch mal aufgelockert, also vor dem Regenband und hinter dem Regenband ist es auch noch mal zwischendurch sonnig und trocken. Und weiter östlich dieser Linie noch ein paar Regenschauer und auch Gewitter. Von Westen lockert es schon auf, bleibt dann meistens trocken. Die internationale Funkausstellung, kurz